Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute einen Gewinn zu zeigen. Ich habe bei der lieben Pinkerbell gewonnen. Pinkerbell Beauty genau gesagt. Ich werde es unten verlinken. Und zwar, da müsstet ihr wirklich alle mal hingehen. Die zeigt so schöne Videos und die hat die größte Palettensammlung der Welt, glaube ich. Und ist überhaupt eine wunderschöne Frau, wirklich, muss man neidlos anerkennen. Und erzählt auch wunderschön alles dazu, zu den Sachen. Jedenfalls macht die ganz oft auch Verlosungen und da habe ich eine gewonnen. Ich habe jetzt natürlich die Adresse abgemacht und weil ich ja nicht sehr geschickt bin mit dem Öffnen von irgendwelchen Sachen, hat mein Mann es mir schon aufgeschnitten. Dann schauen wir jetzt mal rein. Okay. Oh, ich sehe schon was. Die Katzenohren. Und die hat immer beim, wenn sie schminkt, so ein Schminktutorial macht, da hat sie immer so süße Katzenohren an. Und ich liebe ja Katzen, wie man eventuell weiß. Ja, und dann habe ich mir gesagt, habe ich die neulich gesehen, habe ich gesagt, ich muss mir sowas auch mal besorgen. Und ich war schon bei Amazon und habe mal geguckt, wo es die gibt. Und ja, da habe ich jetzt Katzenohren. Oh, das ist so süß. Danke, danke, danke. Das ist total lieb. Ja, ich bin eine 63-jährige Frau und liebe sowas. Ja, ist so. Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht. Oh, der Mann hinter der Kamera macht so. Dankeschön. Ja, oh, danke, danke. Da freue ich mich schon riesig drüber. Mir braucht schon gar nicht mehr zu kommen. Das finde ich total süß. Und ein Brief ist auch noch hier drin. Hallo, meine Liebe. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass du gewonnen hast. Ich auch. Danke, Steffi. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit deinen neuen Produkten und mit deinen neuen Katzenöhrchen. Ja, habe ich jetzt schon. Habe mir gedacht, sie gefallen dir vielleicht. Na, aber ganz sicher. Ich habe dich nicht beschwindelt mit gar nichts. habe dir noch zwei andere Goodies mit reingelegt, ein kleines Dankeschön. Wieso Dankeschön? Ich danke dir. Bis bald. Ganz liebe Grüße, deine Steffi. Oh, Dankeschön. Vielen, vielen Dank, das ist sehr lieb. Wow, Glitzer. Ja, wie gesagt, 63 Jahre und ich liebe Glitzer. Ja, wahrscheinlich kann man das auf die Nägel machen, dafür ist es wahrscheinlich gedacht. Aber ich bin ja nicht nur Beauty interessiert, sieht man mir vielleicht auch nicht an, aber ich liebe es. Sondern bastle auch sehr gerne. Und da brauchen wir ständig Glitzer. Ich schau mal, wo ich drauf mache. Auf die Nägel. Oder? Mal sehen. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr süß. Und dann sind noch Päckchen hier drin. Ach, da ist noch mehr. Ah, oh, ein ganz süßer Pinsel. Von Revolution. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was da in der Verlosung war. Ich habe das Video gesehen. Und sie macht es dann meistens so, also das war bei den Adventskalendern, genau, da hat sie immer für eine Woche ausgepackt. Und zwar hatte sie drei verschiedene Adventskalender von Revolution, ich glaube, weiß nicht mehr, was Catrice oder, ich weiß nicht mehr. Und einen von Nagel Design, irgendwas, wie heißt das? Nee, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. War bisher eine fremde Welt für mich, weil ich mache zwar meine Nägel, im Moment habe ich nur so einen Klarlack drauf, aber nie Gelnägel und da war auch viel mit Gel drin in dem Adventskalender. Jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, sie hat dann zwei Körbchen hingestellt und alles, was sie selber nicht verwenden wollte, hat sie dann in das eine Körbchen getan zur Verlosung und die anderen Sachen behielt sie dann selber. Und das waren eben dann die Sachen, die man gewinnen konnte. Ja, und dann könnt ihr jetzt mal sehen, was da alles schön ist. Also ein ganz süßer kleiner Pinsel von Revolution. Und da war dann noch was. Ja, noch ein Lip Liner von Revolution. Ich nehme an, es ist ein Lip Liner. Machen wir auf. Nee, das ist eindeutig ein Kajal. Ich dachte jetzt, weil der Stift rot ist, aber das ist natürlich die Farbe von Revolution. Wow. Satt. Hm? Und ganz butterweich. Butterweich. Dankeschön. Und dann haben wir hier. Ach, da soll ich erst das aufmachen. Das habe ich schon oben gesehen. Alles noch so liebevoll eingepackt, damit nichts kaputt geht. Hui! Wow! Ah ja, das, daran erinnere ich mich. Das war in dem Adventskalender für die Nägel. Das ist so ein Flitter, den man sich in den feuchten Nagellack einstreuen kann. Oder
beim Basteln. Bist du ein bisschen Bastelkleber drauf, ein bisschen davon rein, mit einer ganz feinen Spitze da oben. Das ist natürlich genial, kann man drauf pusten. Ja, so ein Drückfläschchen, auch klasse. Dann, da erinnere ich mich, wenn ich es sehe, dann erinnere ich mich. Color Changing Lipstick, genau, der ist schwarz, ne? Ja. Und der verändert dann die Farbe, ich weiß gar nicht, auch nach Temperatur. Ah, da. Jetzt ganz zartes Rosa. Schön, ne? Ist so ein Lippenpflegestift und ein Lip Changing Color. Ja, wollte ich das nicht. Ich wollte gerne. Ah, ein ganz schicker Revolution Gold. Der ist sicher so Highlighter. Liquid Highlighter. Machen wir auch mal auf, ne? Wow, richtig wie flüssiges Gold. Ja, ich bin auch im Öffnen Schließen von Dingen nicht so gut, wie es scheint. Ne? Und da ist aber sicher ein Lipstick. Ja. Liquid Lipstick. Eine tolle Farbe. Passt jetzt nicht gerade zu mir, aber... Wow, ist das satt? Ich wiederhole nochmal, ich bin 63 Jahre alt und ich liebe Lippenstift in allen Farben. Nur blau wollte ich nicht. Schwarz habe ich auch, findet mein Mann schön. Ich war noch nicht damit unter den Leuten, aber ich schmink mich auch, wenn ich allein zu Hause bin. Wen interessiert das? Was andere Leute sagen? Nein, mich nicht. Mich auch nicht. Also ich habe ja, solange ich arbeiten ging, in der Sparkasse gesessen und auch da bin ich hingegangen mit blauen, knallblauen Nägeln und Lippenstiften aller Art und so. Also. Aber schwarz oder blau hätte ich da nicht drauf getan. Nee, ich glaube, da hätte der Chef auch was gesagt. Das ist aber auch ein toller. Das passt aber jetzt. Jetzt habe ich einen Lippenstift drauf, einen haltbaren. Aber das passt ja exakt heute zu dieser Bluse, ne? Gatte nickt mit dem Kopf. Auch von Revolution. Ganz, ganz schick. Und den lieben Brief, den bewahre ich mir aber auf. Der ist ja süß. Ja, die Steffi ist eine ganz, ganz liebe. Da müsst ihr unbedingt hingehen. Ich weiß nicht, warum sie so wenig Abonnenten hat. Also, das muss sich ändern. Wirklich. Wirklich. Geht alle hin. Nagelhauptbutter. Wie schön. Ja, das... Ich hatte jetzt so einen Stift, da muss man immer so hinten drehen und dann kam vorne was raus. Und der ist jetzt gerade leer gegangen, was mich sehr ärgert, weil mein Nagelhaut tatsächlich dazu neigt, also gerade an den, das sind nicht die bösen Finger, ne? Gerade an den Ringfingern, ich will sie ja nicht schneiden, ne? Das soll man ja nicht, aber die wächst unheimlich immer, also muss ich ständig aufweichen, zurückschieben und so. Deshalb, also ich liebe sowas. Riecht gar nicht. Ganz rosa. Schön, ich tue mir das direkt mal da drauf. Ich mache also mindestens zweimal am Tag dann so Nagelhautaufweicher. Weiß nicht, wie man das nennt. Drauf, damit ich das wirklich im Zaum halten kann, weil ich das sehr unschön finde, wenn das so zuwächst. Ne? Sehr hübsch, danke schön. Eine Menge Sachen, ne? Wirklich eine Menge Sachen. Und das ist von Revolution ein Highlighter, ne? Ja, Baked Eyeliner, Baked Highlighter, gebackener. Machen wir auch mal mit dem Finger. Der fühlt sich schon so samtig an. Da. Oh ja, der ist richtig roségolden. Der ist wie der andere, nur eben Puder. Ne? Von der Farbe her wie der flüssig Highlighter. Ich hoffe, man kann das sehen. Ich bin da nicht so versiert drin. Manche Leute, die haben da wirklich... Ich habe hier so ein Tuch liegen, damit wische ich mal gerade ab. Ich kann das nur bewundern, wie schön manche Leute das dann immer richtig halten und damit man das alles sehen kann. Aber ich bin die Frau, die vor gutem Jahr nicht mal wusste, was man mit Primer macht. Ja, ist wahr. Und dabei schminke ich mich seit sehr vielen Jahren.
aber anders. Oh, guck mal, wie süß, noch so kleine Kristalle. Die sind eindeutig gedacht für die Nägel, aber das kann ich nicht versprechen. Ich werde es mal auf die Nägel machen, aber hauptsächlich, kennt ihr Shaker Card? Also die Bastler kennen das, die Nicht-Bastler. Also eine Karte basteln und dann kommt da so eine härtere Klarsichtfolie drüber, genannt Ballblister. Und darunter irgendwie ein Spruch oder sowas und dann eben irgendwas, was raschelt und glitzert, was dann nicht rausfallen kann, wird dann darin reingesteckt und dann kann man die Karte mal schütteln und das sieht dann ganz toll, wie so eine Art Schneekugel als Karte, ja. Dafür ist sowas natürlich wunderbar geeignet. Ui, der Lippenstift, der Highlighter wollte weglaufen. So schöne Sachen, richtige Schätze. War bestimmt nicht alles da drin. Aber wie gesagt, ich kann mich leider gar nicht mehr so erinnern. Ich wollte auch nicht nochmal gucken, extra, um mich ein bisschen überraschen zu lassen. Und tatsächlich, jetzt bin ich überrascht. Boah, noch so viel. Moment, ich muss mal ganz schnell trinken, ganz ausgetrocknet. Es ist immer Tee. Ich mag keinen Kaffee. You Are Magical von Essence. Oh, wie süß. Was ist das? Ein Pocket Mirror, ein Minispiegel. Der ist jetzt süß. Und der heißt You Are Magical. Da, jetzt kann ich gucken. Der Lippenstift ist noch da. Ist sehr haltbar. Der ist von NYX. So, und jetzt sage ich es auch. Ich habe ja den Adventskalender von NYX gehabt. Den großen mit 31 Tagen. Und bis dahin wusste ich nicht mal, wie man den ausspricht. Da habe ich erstmal Videos gucken müssen, wie der wohl heißt. NYX. Ja, NYX heißt er, offenbar. Jedenfalls behaupten das die amerikanischen YouTuber. Dann wird dort stimmen. Süß, ne? So. Kleine Hülle noch dazu. Aber der kommt dann unten zwischen mit Hülle in die Tasche. Ich weiß noch nicht. Ich habe wirklich überhaupt keinen Taschenspiegel mit unterwegs. Und kleine Nagelsticker. Ring and Bracelet Tattoos. Also kann man auch ums Handgelenk machen. Das werde ich eher nicht machen. Ich sage nur Lipödem, aber das macht nichts. Die kleine Stella. Liebe Stella, die werden für dich sein. Die Stella ist 11 Jahre alt geworden gerade und ist absolut Beauty-affin. Sie guckt so wahnsinnig gerne Beauty-Tutorials und wir hatten ja auch so einen Adventskalender geschenkt, von Action war der, und die hat all die Schachteln aufbewahrt und hütet das alles. Natürlich schminkt sie sich nicht zur Schule, aber am Wochenende, da darf sie eben, und ich glaube, da wird sie sich sehr darüber freuen, über sowas. Und hier, das sind Message-Sticker für die, also Nachrichten-Sticker für die Nägel. Olanides Coffee. Ja, da müsste stehen Olanides Tea. Kleines Briefchen, also ganz süße Sticker. Ja, die muss ich mal wirklich gucken. Die mache ich vielleicht auch mir selber. Egal, wie alt ich bin. So. Als nächstes habe ich hier von Clinique eine Mascara. Was habe ich denn im Moment? Das ist so eine türkisfarbene Hülle. Überleg. Die muss ich bald austauschen. Die fängt an zu klecksen. Das kann ich mir gar nicht leiden. Die lasse ich noch zu, denn wenn einmal Luft reinkommt, ihr wisst, ne? Aber kommt dann demnächst rein. Oil Control Paper von Essence. Ach ja, der zweite Adventskalender von Steffi war von Essence, genau. Oil Control Paper. Ich liebe Oil Control Paper, denn... Also noch mit 40 habe ich immer gejammert, ach, könnte ich doch einmal schwitzen. Ich kann nie schwitzen. Ich kriege nur so eine rote Bombe und kann nie schwitzen. Ja, irgendwann kamen die Wechseljahre und seitdem kann ich schwitzen und höre kaum mehr auf. Und das ist wirklich wundervoll dafür. Soweit ich weiß, gibt es diese Papierchen eigentlich aus der Goldmacherei, also wo die, wie heißen diese Plättchen da? Na, Folie, Goldfolie. Wie heißt das? Goldblätter? Nein, wie heißen die? Blattgold. Blattgold, da kommt immer so ein
Blattgold und dann immer so ein Papierchen dazwischen. Dann haben sie eben entdeckt, dein Asien, dass man damit auch wunderbar, ohne das Make-up zu zerstören, sich abtupfen kann und der nimmt wirklich nur die Feuchtigkeit und das Fett weg und dann, also das, was auf der Haut ist. Kameramann grinst. Und was ist das süßes Eyeshadow Palette? Oh, wie schön. Oh, die ist aber schön. You look beautiful today. Ja, das hänge ich mir an den Spiegel. Nee, das ist da drauf. Da, guck mal. Ganz hübsche Farben. So Naturfarben. Sollen wir mal reinswatchen, wie es so schön heißt. Ja, mit dem Swatchen. Ich hatte bis vor einem Jahr auch noch gedacht, Swatchen, das sei irgendwas aus dem Stoff, also eine Stoffprobe, Swatch. Aber es ist offenbar eine Farbprobe auch hier beim Schminken. Und ich dachte, ah, das ist auch noch was. Fallout habe ich immer gedacht, das wäre so ein atomarer Niederschlag oder sauer Regen. Aber nein, Fallout ist auch beim Schminken, wenn es vom Augen-Make-up runterfällt auf die Wangen. Ja, was man nicht alles lernt, ne? So, ich nehme jetzt also einmal hier dieses goldene. Wow. Und das Rosé-goldene. Und das da. Wie auch immer man das nennt. So sehen die Farben aus. Und die mache ich mir jetzt dahin. Schön? Ich finde die klasse. Die sind richtig schön. Also demnächst werde ich mich mit all dem einschminken. Highlighter ist auch so eine Sache, wusste ich auch gar nicht, was ich damit machen sollte. Dabei bekomme ich ja die Glossy Box schon einige Jahre und wenn dann Highlighter drin war, habe ich die weitergegeben, weil ich wirklich nicht wusste, was ich damit hätte machen sollen. Ja, aber jetzt bin ich schlauer. Oh, wie süß. Eine Nagellack. Hohoho steht da drauf, ist auch von Essence. Oh, das ist eine tolle Farbe. Ich glaube, der passt schon zum Lippenstift. Guck mal. Ja? Ja, da habe ich wirklich vor vielen Jahren immer drauf geachtet. Lippenstift und Nagellack mussten immer die gleiche Farbe. Ja, ist jetzt aber nicht mehr so. Und der goldene. Oh, da erinnere ich mich dran. Ja, der war auch da im Adventskalender von Essence. Christmas steht da drauf. Und noch eine kleine Palette. Eyefoils. Was ist Eyefoils? Augenfolien? Nein, das ist keine Palette. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Oder ist es doch eine Palette? Mal gucken. Ah ja, doch, 5 Eyeshadows. Die Pfännchen, die in... Ach so, die kann man in so eine Magnetpalette tun. Ich habe aber keine runde Magnetpalette. Ich habe nur eine eckige. Aber... Da ich das im Schminktisch verwahre, kann ich das doch auch einfach hier drin lassen. Passiert doch nichts. Ah, die kann man dann so rausnehmen und dann in die Magnetplatte einsetzen. Nö, ich lasse die dann einfach hier drin. Wie gesagt, ich verwahre die im Schminktisch. Die haben auch eine Hülle. Da passiert nichts. Auch schöne Farbe. Soll ich die auch noch? Machen wir mal 3. Finger sind wieder fix sauber. Der ist ganz cremig. Wow. Da gehe ich mal eine so eine Runde hier. Kann man das sehen? Muss da noch eine Hand davor machen? Ich weiß nicht. Ich mache die mal innen. Die sind so dezent, da muss ich noch mal. Ah, ja, wenn ich zweimal mache, dann sieht man es. Und der zweite war hier. Nein, der ist sehr, sehr, sehr dezent. Das ist so eine Base, würde ich meinen. Der ist fast meine Hautfarbe. Ja, das ist eine schöne Base sogar. Und so ein richtiges Weiß. Kann man gar nicht sehen, ne? Dunkel, Mitte. Das sind tolle matte Farben, wirklich. Das werde ich, das ist so richtig schön für so alle Tage, ne? Obwohl mir das egal ist, ob alle Tage oder Sonntag oder was auch immer. Ist ja nicht mal wie früher, das Sonntagskleid zieht man nur sonntags an oder sowas. Ja, das war zu meiner Jugend noch so tatsächlich. Also, ich muss sagen, super, Wahnsinn, Riesengewinn. Also, das ist ein eigener Adventskalender, ne?
Aber wirklich, ganz, 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 ganz großes Dankeschön, liebe Steffi. Und ich wünsche dir ganz, ganz viele neue Abonnenten, treue Abonnenten, die dir genauso gerne zusehen und zuhören wie ich. Ich sag mal, bis bald. Tschüss.